Hallo und herzlich willkommen zurück zu Smite. Ich bin Mr. Cutter 4, Let's Play in das Kaninchen, und mit dabei ist Meeresgrund. Hallo. Und Alex. Hallöchen. Und es ist schon länger raus, Season 3, das ist mir bewusst. Ich habe länger gebraucht, um hier jetzt was dazu zu machen. Dies ist mein Video für Season 3, wo wir ein wenig über Season 3, über die Änderungen reden und uns die neue Map, beziehungsweise die veränderte Map Joust angucken. Wo mir dieser Baum hier schon mal auffällt, der richtig cool ist. Ich muss aber langsam loslaufen, ne, und einkaufen. So, was auf jeden Fall sofort auffällt ist, dass, soll ich Schuhe kaufen? Ja, nein? Nee, lass so. So ist doch okay, wenn du es hast. Okay. Was auf jeden Fall sofort auffällt ist, dass man jetzt Relics kaufen kann. Ja, das kommt mal da raus. Ja. Das sind die Actives, die man jetzt nicht mehr mit Geld bezahlen muss, sondern man kriegt jetzt die einfach geschenkt. Machen die den Buff? Die haben, haben sie schon. Noch nicht. Aber jetzt haben sie ihn. Aber keiner von ihnen hat ihn genommen. Wir bleiben hier einfach. Campen hier. Unser Buff. Ah! Oh ja, sehr schön. Mach weiter. Ja, ist zu weit weg. Nice. Hier holt keiner den Red Buff. Ich glaube, es hackt. Genau, das fällt schon mal auf. Es ist wie bei Clash, dass der Red Buff in der Mitte... es gibt nur einen, der wird hart umkämpft. Es gibt auch einen großen roten Red Buff, der ist jetzt natürlich nicht da. Das ist der rechts, nee, links. Ah, es geht schon wieder los. Da drüben, pinge. In dieser Richtung, genau. Pinge mal. Und der Red Buff ist hier gewesen. Geh mal ganz kurz zurück, dann kann ich mir nämlich den Doom fertig kaufen. Ja, das ist gut. Es gibt auch eine ganze Palette an neuen Items, beziehungsweise veränderten Items. Und auch neue. Und neue? Wollt noch, ob der Red Buff noch liegt? Der liegt nicht mehr? Okay. Kommen wir jetzt hier wieder raus. Komm ein bisschen zurück. Das ist, passt natürlich, platt, das platt, Ganze platt. Ist hier ein bisschen. Eigentlich. Wollen wir Blumen machen schnell? Chinesisch, ja, oder? Nee, lass erst die Wave. Ja, japanisch. Ich glaub schon, japanisch, ne? Ist es genau. Japanisch? Diese, ja, weil, Dächer? Das, weil das japanische Pantheon jetzt halt auch neu dazu gekommen ist. Genau, das mit ist Amaterasu als ersten Gott. Und deswegen Raijin kommt hier jetzt demnächst. Gut. Aber diese Dächer, sind das nicht chinesische? Ist das nicht chinesische Baukunst? Mmh. Ja, das ist schwer. An den Rand, da kriegst du die ja, hab ich gekriegt. Architekt, aber... Ah, ich bin mir nicht sicher. Jetzt kommen Ulla und Kumba. Die ja, haben ihn echt gestealt. Ohne Witz? Oh ohne nein! Witz. Ohne Witz! Egal, die kriegen den nicht. Pling! Naja, ist ja auch egal. Passt auf jeden Fall gut in das Pantheon rein. Meine Ult ist ready? Meine noch nicht. Bin noch weiter von entfernt, ich war zu langsam. Watch your step. Ja, was auf jeden Fall eine ganz, ganz starke Änderung ist, auch bei den Tanks. Da kannst du ja momentan auch ein Lied von singen, eine Miri als Tank. Ja. Mit den Items, das ist jetzt... Oh, aber... Keine... Hol den mal einfach mal. Also... Defense so und nice. Leben gibt es eigentlich kaum noch. Es gibt nur entweder Defense oder Leben in den Items. Ja, die haben die Bäume echt separiert. Es gibt jetzt einen reinen Lebensbaum. Dawn of Gaia, was ja vorher Magical Protection hatte. Zum Beispiel. Das hier ist der, wie ihr seht, der von wegen. Defense Baum. Oh Gott. Gehst du zurück? Ja, ich warte. Ach nee, ich heim mich. Nee, bitte. Mit hoch. Ah, okay. Ja. Mit Ulla und so. Und jetzt. Du musst echt vorsichtig sein, ne? Die machen den Red Buff übrigens wieder, glaube ich, oder? Ja. Mann, da vorne. Hier, der stirbt, komm. Warte, krieg mal hin. Nice. Sehr gut. So, der hatte den Red Buff? Nee, leider nicht, der liegt da noch. Aber ich habe auch keinen Mana mehr. Nee, ist egal. Obwohl ich ihn angehustet hatte. Checken die nicht. So, ich gehe auch schnell einkaufen. Ach, ja doch, hat geklappt. So, dann laufen wir mal. Lauf, Kleiner. Ja, jetzt baut man meistens, weil das ziemlich stark ist, jetzt Hide of the Urchin. Frag mich nicht genau, warum. Aber ich werde es auf jeden Fall wieder bauen. Naja, weil das, glaube ich, noch beides hat. Das gehört noch zu denen, die sowohl Defense und die ich glaube, das ist auch stärker geworden. Da hatten wir ja letztens auch mal kurz diskutiert darüber.
ob es, ich will noch ein bisschen aufpassen, wenn ich hier rumlaufe. Jetzt bringt es 65, genau, es bringt jetzt 65 Defense, voll gestackt. Und, oh Gott. Boah. Der macht aber Bumm. Ja. Aber Feuer ich, das nur 60. Katapi stackt. Wer? Katapi stackt. Ah, okay, gut, alles klar. Ja, nicht mitbekommen. Haben wir vorher diskutiert, ich baue. Da habe ich hier in der Landschaft rumgeguckt. Davor, vor der Aufnahme. Das war vor der Aufnahme. Vor der Aufnahme, es gibt kein vor der Aufnahme. Vor der Aufnahme ist nach der, nee, was, nee, nach der Aufnahme ist vor der Aufnahme. Achtung, ist Achtung, er uns? Na toll. Danke. War ein bisschen übertrieben, die Ult. Der möchte Ärger. Ah, oh, schade. Oh, der war gerade im Schock. Das hat er gut gemacht. Ich habe leider die falsche Richtung. Ich hätte erst ulten sollen und dann. Ja, aber das. Genau. Oh, ja, machen wir nochmal. Oh, Alex, Katapi stack. Ich weiß, aber ich wollte die Minions noch ein bisschen zurückhalten. Ich gehe mal zurück. Vorsicht! Achtung! Schön, dass er die dafür benutzt hat. So, jetzt haben wir ja kurz mal einen Moment. Man sieht, dass es jetzt wirklich entweder nur Defense oder sehr, sehr viel Defense gibt oder entsprechend mit Lebenspunkten, aber keine Defense oder sehr, sehr wenig Defense. Und das ist halt schon schwieriger für Tanks jetzt, sich zu entscheiden. Der Blue Buff ist da. Sehr schön. Ulda geht auch zurück, also da ist jetzt auch, der steht jetzt nicht mehr. Nimm dir die Stacks, Katoi. Janus und Dings kommen, Janus und Bumbach. Arschloch. Alter! Ja, der stirbt jetzt. Oh, hoffen wir's mal. Ja, der ist da nicht mehr durchgekommen. Ich zieh den, mach ihn kaputt. Ja, mach ihn kaputt. Ich mach nur. Vorsicht, die kommt. Na! Ah, diese verdammte Pässe! Die Pässe! Haut drauf! Jetzt kratze ab! Nein! Fuck, und jetzt kriegt er mich noch. Oh. Ah, shit. Sorry. Nee, Arx bringt nichts, geh zurück. Ja. Bitte. Ich kann ja nicht mehr helfen jetzt. Die Passive ist echt. Man musste nur irgendwie ein bisschen ins Safe rauskommen. Die Passive! Shit. Das sind Arschlöcher. Ja. Wollen die spielen das häufig, glaube ich. Haben die den Blue Buff eigentlich gekriegt gehabt? Wir haben den Anzeige, ich vermute mal, wir haben den gekriegt. Weiß ich nicht, ich hab ihn nicht. Doch, ich hatte ihn, genau, ich habe ihn und bin dann gestorben, leider. Okay, gut, ja, aber wenigstens haben die den. Die haben schon wieder den Red Buff. Ja. Diesmal hat den Ulla auch bekommen. Wir liegen goldmäßig aber ein bisschen vorne. Ach ja, apropos, da ist noch eine große Änderung und zwar gibt es den T-Knopf nicht mehr. Genau. Oh ja, der fehlt einem so. Der fehlt wirklich. Wenn man nicht weiß, wer eigentlich wirklich das Problem ist, weil man Kills kann man ja grundsätzlich nicht davon ausgehen, dass es auch tödlich ist. Also, nur weil man Kills hat, hat man ja nicht zwingend auch den Damage dafür. Nee, das Ding war mehr, weil du das im Conquest als Timer nutzen konntest. Du hast dann immer gesehen, wann die Gold Fury gemacht wurde, zum Beispiel. Ja, du hast vor allem den XP und Goldunterschied ganz schnell auf einen Blick gehabt. Das fehlt wirklich ja auch. Oh, hier der Vorsicht, Kumba. Oh, ich hab doch, Mann. Geh ich hab weg, doch, Mann. Bist du. Geh weg. Blöder Kumba. Oh, nicht schon wieder. Ah. Geh bitte einfach zurück, kurz, oder? Nee, nee, das passt noch. Ich brauch nur hier einmal mehr. Der ist da direkt reingelaufen, sehr gut. Oh, schön. Nice, ich zieh den. Mach kaputt. Nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Brauch nur ein bisschen freies Schussfeld. Den. Ah, der ist weg. Dann nimm den Janus. Ja. Sehr gut. Geh einmal weg. Ja, von Minion, haben wir Minions? Ne, gut, dann weg. Ward. Ich warde doch. Ich auch. Ich hab noch einen dabei, dann kann ich nämlich gleich zwei neue holen. Die brauchen wir gar nicht. Meinst du nicht?
Aber ich habe einen neuen Wardskin jetzt, deswegen. Der Blue Buff ist da, ich gehe schon mal dahin. Genau. Machen wir es so. Warum ich das nicht schon vorher gemacht habe? Jetzt kannst du ihn dir holen. Dann bin ich auch nochmal ganz kurz weg, dann habe ich nämlich die Schuhe fertig. Sicherlich die nicht Cooldown-Schuhe, sondern die anderen, oder? Die Pinne. Die nee, auf denen kannst du richtig Cooldown-Schuhe bauen. Und dann fangen wir mal das. Gibt nämlich ein richtig mieses neues Item, Spear of Desolation. 120 Magical Power, Penetration und wenn man einen Gott killt. Achtung, der Kumba kommt hinter dir her. Ja, nice. Mach den einfach weg. Nervensäge. So, jetzt können wir... Den Red Buff gemacht. Haben sie schon gemacht, ne? Ja. Ja. Da muss der mit dem Red Buff sterben. Ah, der kleine Drache fängt an Schaden zu machen. Schade. Ach du, komm doch von hinten. Die beiden da weg. Ah, lass mich. Die ist halt echt so klein, die Map. Und ständig irgendwas im Rücken. Aber so verwinkelt wieder ist es schwer, einen Überblick zu behalten, ne? Ja. So nice. Kann ich kurz einkaufen gehen? Warte, warte mal, ich mal gucken, ob es reicht. Nee, reicht noch nicht. Reicht noch nicht ganz eine Wave noch. Bittele. Vorsicht, oder? Da ja, ich hab ihn gesehen. Und der Ward ist gerade weg. Der springt jetzt bestimmt hier gleich rüber. Nein, ich denke, der wird versuchen, das Ding zu machen. Hier, da ist er wieder. Den großen roten Red Buff? Mhm. Ist das schon soweit? Ja, der ist schon da. Ja, aber... von der Lage? Ah, sieht gut aus. Der stirbt. Hier, nehmt ihr mal. Nimm, schieß! ich wollte mal nett sein. Du bist... Ja, du bist aber der ADC. Du bist hier... Jetzt kann ich einkaufen gehen. Der klopft. Achtung, Achtung, der Ulla. Spring doch immer weg. Oh. Das muss man dringend ändern. Ah! Lass mich. Ich bin gleich da, ich gehe einen kleinen Umweg. Ja, Janus ist irgendwie links rein, da ist er wieder. Oder bei der Kumba ist noch nicht aufgetaucht. Passt auf euch auf. Die dümpeln ja alle in der Mitte rum. Ja. Der Blue Buff ist da. Ja. Kumba kommt zu dir. Ja, da kann ich kommen. Haha. Ja. Fokussiert Tank ist immer gut. Ja, das ist. Gerade Magicals, oder generell beide haben ja jetzt so viel Schaden, die Physicals und die Magicals, dass von die. Rechts, von rechts. Dass da so viel Defense eigentlich nicht mehr viel bringt. Ja. Oh nee! Mann. Oh nee! Verpasst es immer. Ist ja machst so die, also ich meine, es ist sehr gut, dass du die regelmäßig machst, die Ult. Fuck. Weg. Ja. Mist. Ah, die machen jetzt den Red Buff. Wieder. Fuck. Achso, ich dachte den großen. Ah, nein, 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 weg, weg, weg. Ah, nein, 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 nein. Haben sie da? Ja, natürlich. Ich kaufe mir einfach Penetration, dann säge ich den auch weg. Ne, ja. Red Buff fliegt doch. Achso. Aber Alex, du bist echt mal zurück in der. Trifft dich einmal, dann bist du tot. Ja, ich warte noch, dass Kartoffi wieder da ist.
unterwegs. Ich kaufe mir das neue Item, oder? Spear of Desolation? Ja. Ja, auf jeden Fall. Man kann mir auch die Spear of the Magus holen. Nee. Ah, der Ulla! Ja, der tickt noch vor meinem Dot, aber... Hast du keine Ult? Ich hab Ult, aber da ist der Kumba im Weg. Und der Janus ist hier irgendwo unterwegs. Der Kumba bleibt jetzt hier stehen. Der Janus ist da in der Nähe. Sehr schön. Geil. Komm, lass uns mal diesen... Die müssen eh weg? Ach, die haben den schon genommen. Ach, schade. Ja, wir machen jetzt aber Folgendes. Kommt mit. Wir machen den großen Roten? Ja, wir machen den großen Roten. Den großen Roten dran. Hast du deine Ult ready, Katipi? Ja, dann kannst du schon uns helfen. Von hinten. Sehr gut. Fuß weg. Ja. Den. So, das ist nämlich die nächste Neuigkeit. Fuß weg. Oh. Achtung. Jetzt ist nämlich der Tower von denen disabled und wir können da reingehen, ohne dass wir Tower Shots kriegen. Das ist ja nice. Das ist richtig nice und das machen wir jetzt nämlich auch. Ist also eine, die können sich da nicht mehr drin verstecken. Doppelter Schaden, den sie jetzt haben. Katharina, genau. Nur den ruhig. Wir haben selber den Buff. Ich hab doch einen. Ach so, das geht. Nee, geht. Steckt, okay. Und der Tower ist. Deswegen müssen wir uns jetzt auch beeilen, dass wir da was von haben. Moment. Weil das ist nämlich echt nicht lange. Aber das ist gut zu wissen. Dann ist er ja noch mächtiger, als er eh schon war. Ja, der ist richtig gut jetzt. Alter, du mit deiner Kack-Ult. Bist auch nur am Nerven primär. Okay, du machst. Oh Gott, du machst Schaden. Hohohohohoho. Freund Blase. Pushen Arx, bist du da? Ja. Oh, nerven die. Ja. Was können sie gut? Schade! Nein! Verdammt! Versucht noch den Tower wegzumachen. Jetzt ist er wieder an. Lauf! Jo. Bin weg. Oh, geil, so geil. Sehr geil. Schön. Ja, ich hatte jetzt echt einen riesen Vorteil. So. Holla, die Waldfee. Ich kaufe mir, glaube ich, ein bisschen Lifestyle, oder? Nee, würde ich gar nicht machen. Was hole ich mir dann? Was sagt er? Vielleicht einen Kronos, oder? Noch ein bisschen Cooldown? Ja, noch keinen. Ja, Kronos und dann vielleicht Zero einfach. Oder Gem of Isolation ist auch geil. Ja, richtig slow. Richtig slow. Ja, ich kann mir noch ein neues Dings holen, stimmt. Ein Relic, das vergesse ich immer wieder. Ja, ich auch ganz oft. Da haben sie auch geändert, es gibt, haben sie die ein bisschen zusammengefasst, dass es jetzt weniger Varianz gibt in einer Sorte. Das klingt jetzt ein bisschen schwierig, aber es gibt halt nicht mehr Meditation und Salvation, sondern es gibt nur noch Salvation und das ist abgeschwächt. Es gibt auch nicht mehr Sprint und solche Späße, sondern es gibt halt auch nur noch... Hast du? Ja, hab ne. Und weg. Boah. Oh Gott. Habt ihr das kurz oder kann? Ja, dann gehen wir ein bisschen zurück. Okay. Wo der Quinz heißt, Alex. Ja. Warum hast du der Transzendenz noch nicht gekauft? Weil Katafi noch stackt. Ja und? Mach doch. Der ist doch fast fertig, ja. Ja, dann. Gleich ist der große rote Red Buff wieder ab. Wird nur der erste Tower disabled oder wird auch der Phoenix auch disabled? Alter, wie mies. Mhm. So, die sind alleine hier, ich hol den mal. Es war klar, dass er springt, deswegen habe ich nichts getan. Ja, aber jetzt ist er wenigstens weg. Sehr schön. Noch schöner. Oh Gott! Oh, ist das knapp. Da hab ich. Hast du? Nein, er ist immun. Shit, hat er genau gesehen, aber gut gesehen. Trotzdem ich gehe einmal weg. Luca fliegt hier. Kumbakana läuft hier in der Mitte rum. Hm, pass auf, da sind die anderen auch noch. Ja. Na, da oben ist ein Ward. Wie lange ist der noch? Na, machen wir 9. Obwohl, das sehen wir ja, gut. Ulla und Janus gehen zum Großen. Ja, wir gehen auch.
Wollen wir gucken, ob wir es sehen können? Kommt was hinter uns? Ah, Kumba verfehlt. Ja, lass uns raus. Ich bin schon super low, ey. Und schon mega viel. Oh, Fürchtung. Oh, schön, der war noch richtig drauf. Alex, komm lieber raus. Ja. Du könntest den rein, theoretisch hast du Livestream, Alex, kannst du den auch solo machen. Also wenn wir auf der Lane bleiben, kriegst du das auch alleine hin. Mhm, gucken wir mal. Oh, aber erstmal so ein... Ja, ein Reward, ich stell den da wieder hin. Ah, Janus ist hier hinter mir, ja. Und Ola kommt auch. Ja, du bist auch ein bisschen... Sehr, sehr geil. Nein! Ah! Hilfe! Dankeschön. Ja, der macht den jetzt so, der Ola. Nee, kriegt er noch nicht. Oh, scheiße! Scheiße! Was? Ich hab doch mein. Ich hab doch mein Sanctuary ausgelöst. Hä? Shit! So, dann nehmen wir doch mal. Das lief ja nicht so gut. Ach, nix. Weniger optimal, aber egal. Nicht ganz optimal. Ja, die kriegen den Tower, werden sie jetzt aber kriegen. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist der Tower disabled. Ja, der Janus Prüf macht halt richtig Schaden. Mm. Oh Gott, der hat. Ulla hat den einfach durch. No! Nice! Jetzt müssen wir pushen. Ich geh gleich durch, wir gehen gleich durch. Ich hab mir auch Tränke eingeworfen sofort. Speedbuff? Jetzt. Holla, die Waldfee. Pass auf, dass der euch nicht trifft. Machen wir einfach den Phoenix jetzt von denen weg. Ende im Gelände. Geh ein bisschen zu dem hin und. Ja, der hat gut gewartet. Ja, ich hab dich aber voll geultet. Jo, alles klar. Alex, machst du Dings? Phoenix? Ja. Gut, weg. Oh, komm her, du Sau. Die anderen beiden sind... Achso, den machen wir. Okay, oder so. Ich geh aber lieber, ne? Ja, ja. Weil der Janus ist auch wieder da und der Ola auch gerade. Wir sollten... Da kommt die Janus Ult. Oh, nice. Ah! Da kommt Janus. Ah! Sorry, dass ich den Kill jetzt gekriegt hab. Shit. Das ist doch geil. Achtung, Achtung. Ja, geh. Shit. Ja, das passt noch genau. An ally has been defeated. Geh. Ja. Oh, jetzt eine Ult. Jetzt eine Ult, aber... Du brauchst Stacks jetzt gerade? Ja. Brauchst du noch welche? Nee, ich bin fertig. Okay. Der macht jetzt aber den Red Buff gerade. Mhm. Und fertig? Ja. Ja, das macht er den ruckzuck jetzt. Das Problem bei den dreien ist, dass die nur, also dass gerade Janus und Ulla eine unglaubliche Mobilität haben. Ja, die sind super schnell weg und die haben auch echt viel CC, trotzdem. Ja. Was uns halt. Also gerade die Mobilität fehlt uns ja doch ein bisschen. Dieses einfach über Wände springen oder hinter Wänden vorkommen. Das fehlt uns wirklich. Sollen wir angreifen? Seid ihr ready? Bin soweit. Der hat gebietet. Ich hol mein Weakening raus. Boah, machen die mir viel Schaden. Ja, komm, die Boah, Vorsicht, der Janus ist da irgendwo. Na, der Ulla, ne? Das ist Wahnsinn, ja. Ich geh zurück. Hm. Kommt auch zurück, dann defenden wir halt erstmal. Was soll's. Scheiße, fuck! An ally has been slain. Ah, shit.
Aber der Stun hat halt gut gesessen von ihm. Ja. Was zur Hölle? Hingeblinkt, das war 900 Schaden durch den Unstable Vortex. Richtig übel. Ja, ich würde sagen, das war's, ne? Ach Quatsch. Du bist nach 15 Sekunden weg. Der Phoenix ist gleich tot. Miri ist tot. Ich bin nicht tot. Oh, komm schon, Ulla, Ulla ist unvorsichtig, den hole ich mir. Nein, jetzt machen sie den Red Buff. Wie ist das? Wird auch der Titan disabled? Oh, scheiße. Ich weiß nicht, ob der geschwächt wird, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber disabled wird er auf jeden Fall schon mal nicht. Vielleicht hat er weniger Leben dann, das kann sein. Gut sein, ja. Alex, bleib hier. Ja, warte, ich warte ein bisschen rum. Oh. Ja, der Ulla ist Level 18. Ja, der Jan ist 17. Ja. Komm bloß, wie gehst du da alleine hin? Ja, es war doch klar, dass sie da sind. Ja. Deswegen habe ich gesagt, geh nicht alleine. Das ist den Ward halt nicht wert. Da oben gehen wir jetzt eh nicht hin. Nee, das ging jetzt gerade nur auf den Phoenix, dieser rote. Mhm. Geh zurück. Du bist Half-Life, der trifft dich einmal, bist du tot. Der Janus und der Ulla, die machen so viel Schaden, da kommt der. Kommt der Janus? Ja, die können jetzt halt so finishen, dass das blöd, die haben so viel Damage. Versuche gleich den Ulla zu ziehen, aber. Oh Gott. Ich hab ihn. Nice. Scheiße. Mach den fertig. Ihr könnt jetzt machen. Nice. Ah. Go. Stun den Janus. Ah, geht er einfach durch den scheiß. Ach, scheiß Portals. Ja, ist egal, dann macht die Dings weg. Aber der ist so schnell, ne? Ja. Das ist halt die Scheiße. Einfach drauf versuchen? Ja, das tötet und das tut. Ich könnte mal so. Nevermind. Solo den Dings machen können. Ja, zu spät. Ja, wir defenden. Wir müssen den Phoenix defenden, der ist gleich ab. Ja. Gott. Ich glaube, ich hole mir doch lieber noch ein bisschen mehr Damage anstelle des Dings. Das Gem of Isolation, oder? Ich kann es nur befürworten. Schaden, meinst du? Ja. Die sind hier vorne, die wollen jetzt machen. Das werden sie wahrscheinlich auch einfach. Ja, der Dings kommt übrigens von der Seite. Der Kombo kommt links, ja. Janus? Achtung! Danke. Bitte, zieh den weg von dir. Die den? Mach den. Sehr nice. Gut. Sehr gut. Wir chasen. Wir machen jetzt deren Phoenix, aber ich geh kurz rein. Alex, du musst fertig, ne? Ja. Ja. Nice. Jetzt Phoenix. Ah, ich bin getargetet. Ist egal, du bist Full-Life, du machst 3 Hits. Und weg. Alex, du springst zurück und läufst.
Oh, sehr gut, das war sehr gut. Na? Oh, schaffen wir. Wird Warden. Alex, machst du den Solo? Kriegst du den? Ah ja, kann ich versuchen. Was auf der Komba kommt. Ja, ne, dann lassen wir das lieber. Hallo! Komm mal auch zu dir. Aber jetzt kriegen wir den Kumba. Ja, den kriegen wir. Die den? Töten. Ja, sehr gut. Und jetzt mach das Ding. Zurück, mach das Ding. Ich geh rein und du attackst. Dafür kommst du zurecht? Ja, ja. Ah, ich hab den nicht. Ja, ich geh raus. Was meinst du, warum ich hier bin? Ach so, jetzt verstehe ich. Vorsicht, Janus hat geultet. Ja, macht nix, das ist super, die Ult ist down. Portals sind weg und wir kriegen ihn, wir kriegen ihn. Kaum Damage. Schnell. Sehr gut. Und weg. So, jetzt töten wir den noch einmal und dann machen wir fertig. Das ist der Plan. 1300 Magical Power gerade. Oh, das ist so böse, ne? Da setzt ein Tornado drauf, die ist eigentlich tot. Ich habe auch beide Powertränke. Sehr gut. Ach stimmt, ich kann mir auch einen Defense-Trank holen. Hol dich nochmal schnell. Wir machen das genauso wieder. Wir lassen die kommen. Dann töten wir sie. Und dann rushen wir durch. Obwohl, wir müssen Vorsicht, eigentlich das Buff ausnutzen. Alex, ja, hör auf damit. Der. Ohne Witz. Da ist nichts. Die wollen jetzt sicherlich auch das einfach aussitzen, bis die Waffe abgelaufen ist. Lass uns angreifen, komm. Alles oder nichts. Genau. Hier ist zum Beispiel der Janus alleine. Wo ist er hin? Da vorne. Da ist er. Okay, der hat schon mal gebeatet. Lass uns einfach durch. Wir können den Titan. Oh, der macht viel Damage. Ich versuche den. Ich muss irgendwie den Ulla wegkriegen. Ich hab ihn. Sehr gut. Sehr gut, wir machen jetzt fertig. Ich hab da zweimal draufgehauen. Ja, ja. Das? Komm. Ich fliege, das macht nichts. Ich hol den Janus, wenn ich kann. Ihr macht den Titan, ich beschäftige die. Sehr gut. Nice. Ja. Nice. Das war nice. Das ist ein anstrengendes Match. Ja, aber gut. Das war gut, das stimmt. Geil. Oh, ja, das ist die neue Joust-Map. Schöne Todesanimation von ihm. Das war geil. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss.